Hallöchen, Leute, und willkommen zum ersten richtigen Part vom Minecraft Let's Play auf dem Kanal hier. Ich habe ja im vorherigen Video, also quasi in Episode 0, wenn man so möchte, angedeutet, dass das nur so eine Art Vorgeschmack war. Jetzt kommt das eigentliche Let's Play dazu. Das Ganze läuft in einer neuen Welt. Ich habe das einfach mit einem Random Seed generieren lassen. Und ja, schauen wir einfach mal, was uns hier so ein bisschen erwartet. Bevor jemand fragt, das Texture Pack, das ich hier benutze, ist das Texturenpaket von Honeyball. Das ist meine Kraft Texture Pack in der Asia-Version, weil ich einfach da einige Texturen unheimlich gerne mag. Und genau, ansonsten habe ich hier keine weiteren Mods installiert, außer einer Modifizierung, die mir quasi erlaubt, die Auflösung des Spiels so einzustellen, wie ich es brauche. Allerdings muss ich jetzt auch dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie die Mod heißt. Werde ich aber entsprechend vielleicht nochmal raussuchen und dann beim nächsten Mal nochmal kurz euch mitteilen. Wir spielen hier Survival Mode natürlich, ist ganz klar. Und ich werde das Ganze ganz normal mit Mobs spielen, allerdings erst in einer der nächsten Folgen, sobald ich mir ein bisschen ein Refugium gebaut habe, um das Ganze so stressfrei wie möglich anzugehen. Und warum ich hier jetzt den Dreck abbaue, weiß ich gar nicht, da ich eigentlich mehr Holz haben wollte. Ich könnte normalerweise jetzt schon hergehen, mir... was mache ich denn? Man merkt, ich habe schon ewig kein Survival mehr gespielt. Meine Güte, so... Okay, prima. Crafting Table, danke. Ach ja, da war ja was mit dem Shift-Click. Das wurde ja auch verändert. Na gut, dann hauen wir noch ein bisschen Holz kaputt. Sehr schön. Gut, dass ich noch so prima Bescheid weiß. Hauen wir erstmal den hier kaputt. Ja, ich habe schon länger kein richtiges Survival mehr gespielt. Ich spiele zwar auf dem Server online, das ist aber primär Creative. Einfach aus Spaß am Bauen, sag ich mal. Und Survival habe ich schon ewig nicht mehr angefasst, besonders im Singleplayer. Und ich habe mich schon so ein bisschen umgeschaut mit den neuen Rezepten und sowas, was es da gibt. Das ist ja ganz interessant. Und habe mir als erstes Ziel erstmal für dieses Let's Play gesetzt, bevor wir hier irgendwelche riesen Bauwerke bauen und was weiß ich was. Erstmal den Ender Dragon umhauen. Das ist so Ziel Numero Uno, bevor wir hier irgendwas anderes machen. So, jetzt wollen wir erstmal hier eine Axt für ein bisschen Holz und eine Holzspitzhacke reicht auch. So, dann hauen wir noch ein bisschen Holz kaputt. Machen wir es mal so, da müsste ich eigentlich drauf kommen. Und, ja, prima. Und dann sollte ich eigentlich erstmal genügend Holz haben. Und ich werde mich dann erstmal auf die Suche machen nach einer Stelle, wo ich ein bisschen graben kann. Meine Crafting Table nehme ich mit. So, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um, ob wir einen schönen Ort finden, um uns sozusagen niederzulassen, sag ich mal. Moment. Da haben wir eigentlich schon eine recht hübsche Höhle, muss man dazu sagen. Aber mitten im Wald bauen finde ich irgendwie persönlich immer ein bisschen doof. Schauen wir mal, da hinten ist ein Gebirge, das sieht ganz nett aus. Da will ich mich mal umschauen, was es da so ein bisschen für mich zu sehen gibt. Jo, hallo Kuh. Hi, es geht. Tot. Und hat das jetzt schon die ersten paar Erfahrungspunkte gegeben? Ich denke schon. Wichtiger ist allerdings das Leder. Und ich glaube... da ich die Holzachs dann, ja, nicht mehr brauche, wollte ich sagen. Hauen wir ein paar Kühe kaputt. Na komm schon, stirb! Okay. Das Leder nehmen wir mit, die Erfahrungspunkte auch. Wir sind schon auf Level 1, das ist sehr schön. Das wird später auch noch relativ... Oh, da ist sie in den Tod gestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Arme, arme Kuh.
Ja, einmal hier rüber und da will ich jetzt nochmal hoch. Ich hätte mir noch eine Holzschaufel bauen sollen, aber so geht's auch. Für dann ein bisschen nach oben mich durchzugraben reicht's. Okay, schauen wir doch mal, wie es da drüben aussieht. Da unten haben wir eine kleine Höhle. Oh, na das sieht doch mal nett aus. Da schauen wir uns mal ein bisschen näher um. So. Okay. Da ist eine Höhle. Das ist wunderbar. Da haben wir gleich ein bisschen Zuckerrohr. Nehme ich mir natürlich gleich mal alles mit. Da werde ich mir noch eine entsprechende Plantage zusammenbauen. Ich gehe das alles mit ein bisschen mehr Sinn und Verstand an als bei den letzten Malen. So, noch mehr Kühe. Was ist denn das da hinten? Das sieht ja schräg aus. Das sieht aus wie so... Oh, jetzt nicht mehr. Mit den Schatten hat das ausgesehen wie so ein Tier, was den Mund ganz weit offen hat. Ich glaube, da hinten will ich hin. Da will ich... Da schwimmen wir jetzt einfach mal hin. Da drüben sieht sowieso viel schöner aus als hier. Ihr seid alle scheiße. So. Also, schauen wir doch mal, was da drüben so ein bisschen auf uns wartet. Das sah ja jetzt wirklich witzig aus. Das hat mir gut gefallen. So, da oben schwebt ein bisschen Dreck. Jawohl, auch sehr gut. Da haben wir ein bisschen Sand. Allerdings, da hinten ist eine Wüste. Das ist ja wunderbar. Hier ist ja quasi alles, was ich brauche, in direkter Nähe. Echt prima. So. Okay, ihr lasst mich mal durch. Weg da. Okay. Einmal da nach oben, um nochmal ein bisschen die Aussicht zu genießen. Das sieht doch ganz hübsch aus hier. Und da hinten werde ich... Oh, da ist Kohle. Sehr gut. Das kann ich gleich mal gebrauchen. Dann muss ich mir nämlich kein Holz verbrennen. Finde ich sehr, sehr nice. Dip, 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 dip. Sowas finde ich immer schön. Kohle direkt an der Oberfläche. Muss man nicht lange suchen. Komm, meins. Und... Komm schon. Danke. Da ist ja doch noch einiges dahinter versteckt. Ich baue mir auch noch ein bisschen Steine ab. Dann kann ich mir nämlich gleich die nächste Spitzhacke bauen. Oder ein paar Spitzhacken. So. Da ist noch mehr Kohle drunter. Cool. Das ist echt gut. Das gefällt mir jetzt. Da kann ich mir gleich massig Fackeln herstellen. Sehr, sehr, sehr schöne Sache. Na, komm schon. Geh kaputt! Danke. Das sieht auch aus wie ein K. K wie Kohle. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Da geht's immer weiter. Das ist ja geil. Komm schon. Gib mir all dein Geld, deine Kohle, was auch immer. Ja, ich find's auch interessant, das fällt mir auch jetzt erst auf, weil bisher hatte ich das Texture Pack auch noch im Creative Mode benutzt, dass wenn man die Blöcke hier abbaut, dass da so, Schriftzeichen statt den üblichen Rissen drauf sind. Das finde ich auch ganz nett. Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Und? Na, komm schon. Jetzt muss doch langsam mal Ende sein. Ja. Okay. Jetzt hole ich mir noch die paar Steine mit. Mache ich eben noch die Holzspitzhacke kaputt. Wollen ja alles aufbrauchen hier, was geht. Die ist so ziemlich am Ende, so wie ich das sehe. Okay. Das nehmen wir auch noch mit. Ganz viel Kobbel. Und vielleicht werde ich mir dann auch gleich noch ein Steinschwert bauen und da hinten diese Kühe ausrotten. Denn ich will mir gleich eine Lederrüstung bauen, damit ich da entsprechend vorbereitet bin auf alles, was da kommen mag. Ups, vielleicht... Ich werde mir das gleich nochmal von außen betrachten. Vielleicht baue ich mir hier gleich meine Hütte rein. Ups, da ist er kaputt. Jawohl. So, wie sieht denn das von außen aus? Heiko, es geht. Nee, ich glaube, ich baue das oben drauf. Ich baue das oben auf diesen Felsen drauf. Das ist schöner. Finde ich jetzt so persönlich. Wird erstmal eine kleine Holzhütte werden, mit dem Wichtigsten, was ich brauche, mit einem Bett. Oh, Bett, da brauche ich noch Dingens Schafe. Sonst finde ich dann nie wieder zurück. Ich sollte mir allerdings auf jeden Fall eine Schaufel bauen. Damit ich mir da entsprechend Platz machen kann.
Oder bauen wir das. Was ist. Da drüben ist eigentlich noch schöner. Ah! Ich brauche mir keine Holzhütte bauen. Wie praktisch. Sehr gut. Okay, dann bevor ich jetzt zum NPC-Dorf hier stolziere, baue ich mir erstmal ein Steinschwert und nehme mir das hier mit, mach's natürlich mit dem Steinschwert kaputt, was absolut effektiv ist, und hau ein paar Kühe zu Brei. So, gibt auch wertvolle Erfahrungspunkte. Wie komme ich denn da jetzt wieder runter? Da. Schaut gut aus. Da ist da hinten ein NPC-Village. Sehr praktisch. Unglaublich. Na komm schon, Kuh. Gib mir all dein Leder. Und hier haben wir noch eine Kuh. Da auch. Meine Güte. Die sind hier ja überall. Stirb. Und du auch. Du hast nicht mehr lange zu leben. So. Okay, dann schauen wir mal, was haben wir da drüben. Sind auch noch ein paar Küchens. Huch! Die habe ich ziemlich weit weggeschleudert. Das war jetzt nicht geplant. Okay. Kommt ihr nochmal zurück? Nee, doch. Ist sie das? Nee. Die war das. Du warst das. Ja. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Leder haben wir einiges. Würde ich sagen, schauen wir mal in das NPC-Village rein. Und gucken mal, was uns da so ein bisschen erwartet. Wahrscheinlich NPCs. DK, du bist so klug. Ja, ich weiß. Warum rede ich eigentlich? Naja. Egal. So. Da haben wir nämlich auch gleich schöne Plantagen. Was sehr, sehr praktisch ist da hinten. Was ist denn das? Ich werde hier voll von allem Möglichen abgelenkt. Mir gefällt die Map schon ziemlich gut, muss ich sagen. Oh, noch mehr Kühe. Wie geil. Da könnte ich dann. Nee, da fange ich meine Mine nicht an. Das mache ich irgendwo da hinten oder so. Das da hinten sieht auch recht hübsch aus. Da sind noch mehr Kühe. Gott, überall Kühe. Ah, sie wollen die Welt erobern. Ganz bestimmt. Schaut euch ihre Augen an. Das sind die Augen eines Wahnsinnigen. Deshalb werden wir sie alle vernichten. Hey, bleib stehen! Ah, so. Okay. Und du auch nochmal. Bams! Na komm schon. Und du auch. Wie lange hält mein Steinschwert noch? Nicht mehr lange. Ist allerdings mir gerade relativ wurscht. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Ja. Na komm. Ich will nur dein Leder und dein Fleisch. Und die da hinten lasse ich mal, da ich jetzt da nicht nochmal durchschwimmen möchte. Da haben wir eine schöne Plantage, sehr gut. Da, jawohl. Das kann ich dann gleich als Melonenfarm ausbauen später. Sehr gut. Und schauen wir doch mal. Hi, ich will all euer Geld. Moment, ihr habt ja gar nichts. Ah! Dann gehen wir hier wieder. So. Ich möchte eigentlich die NPCs nur ungern umbringen. Ich hätte schon lieber gerne ein Haus, was einfach nicht bewohnt ist. Schauen wir mal, ob ich da was finde. Die Musik passt gerade übrigens wunderbar. Schau mal, da sind überall Leute drin. Hier auch. Schau dir dein Haus an, das besteht nur aus Dreck. Was willst du hier? Geh, geh, ksch, aus. So. Haha, ich habe ihn aus seinem eigenen Haus ausgesperrt. Dann würde ich einfach sagen, wenn hier kein Haus leer steht, dann. Ja. Sehr gut. Deshalb liebe ich die automatisch generierten NPC-Villages. Genau wegen solchen komischen Konstruktionen. Naja, suchen wir uns ein anderes Haus hier zum Beispiel. Nee, das ist ein bisschen wenig Platz. Ich hätte schon gern das Große, aber mir gefällt da der Zugang nicht. Oder nehme ich mir einfach die Schmiede. Da ist allerdings auch relativ wenig Platz drin. Da ist auch noch ein Haus. Dann nehmen wir uns den Gravel hier mit. So. Gravel. Danke.
Ja, was guckst denn so blöd? Gib mir aus dem Weg. Da ziehe ich ein. So, und ihr habt da nichts daran zu rütteln. Beide nicht. Mit euren hässlichen Nasen. Los, raus. Psch. Habt ihr nichts verloren. Und du auch nicht. Auf. Ey, verschwindet aus meinem Haus. Ah. Sterbt. So. Prima. Jetzt mache ich das noch folgendermaßen. Ich sollte das wirklich nicht mit dem Schwert aufgraben. So. Das werde ich vielleicht irgendwann noch verschönern. Erstmal ist wichtig, dass ich eine Hütte habe. Quasi ein Dach über dem Kopf. Da mal ein bisschen Flint. Und dann machen wir das folgendermaßen. So. Und da war doch irgendwo eine Steintreppe. Hier. Entschuldigung, die brauche ich ganz kurz mal. Die haue ich jetzt natürlich mit meinen Händen kaputt, was vollkommen Sinn macht. Aber ich bin jetzt zu faul, mir eine Spitzhacke dafür zu bauen. So. Hätte ich vielleicht tun sollen, weil ich kriege die nicht, wenn ich... Ja. Table. Ich habe ja Cobblestone. So, haben wir gleich 4 Treppen. Und weil ich so ein netter Kerl bin, kriegt ihr eure Treppe wieder. Und zack. Und das hier möchte ich... Oh, prima, es fängt gerade das Regnen an. Nicht nur das Regnen, sondern auch gleich noch das Donnern. Super. Okay. Möchte aber jetzt noch das hier bitte haben. Bitte, bitte. Vielen Dank. Und schnell in meine Hütte. Und ja, das ist mein Haus. Das habe ich nicht geklaut oder so. Oh Gott. Hilfe, es donnert und blitzt. Das hört ja gar nicht mehr auf. So. Crafting Table. Kisten. Kisten wären irgendwie wichtig. Machen wir gleich 2. So. Die hau ich mal dahin. Und da kommt erstmal rein. Das hier. Die Blume brauche ich erstmal auch nicht. Die Sticks behalte ich. Den Flint nehme ich auch erstmal mit. Die Planks behalte ich auch. Die Sugarcanes bleiben hier, bis ich meine Plantage habe. Die Saplings, ja, nehme ich auch mal mit. Die Seeds, jawohl. Die bleiben auch erstmal hier. Das Gravel nehme ich mit, das kann man vielleicht noch brauchen. So, und die Treppen bleiben auch erstmal hier. Okay. Gut, 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 gut. Haben wir schon mal eine Kiste? Dann wären jetzt ein paar Werkzeuge vielleicht nicht verkehrt. Sprich, erstmal ein paar... Huch. So. Erstmal ein paar Spitzhacken. Dann... Schaufeln. So, ihr kommt alle mal darüber. Schaufeln, Spitzhacken. Ich mache mir noch 2 Schwerter. Weiß nie, wofür die mal gut sind. Und auf jeden Fall... Ah, jetzt reicht es natürlich nur noch für einen Ofen, aber das macht nichts. Spitzhacken, Schaufeln, Schwerter habe ich. Fackeln wären vielleicht nicht verkehrt. Gleich mal die ganze Kohle aufgebraucht. Die mache ich wie immer darüber. So. Und der Ofen kommt mal dahin. Moment, heißt das... Ach stimmt, das bei der Schmiede ist ja, glaube ich, auch ein Ofen, oder? Nee, ist nicht. Das ist einfach nur irgendein Block. So. Dann haben wir hier den Ofen. Sehr schön. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sind für unsere ersten Abenteuer an sich komplett vorbereitet. Machen wir hier noch ein bisschen Licht, damit es schön freundlich hell ist.
Und ich würde sagen, das war es erstmal von mir aus hier für diese erste Folge. Beim nächsten Mal werden wir dann entsprechend die Schwierigkeit nach oben drehen und uns auf unsere erste Quest nach Ressourcen machen. Und ich bin gespannt, was uns da im Endeffekt so ein bisschen erwarten wird. Ich hoffe, dass das bei euch soweit gefallen. Falls ihr aber dabei kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.